Ahoi, liebe Besatzung! Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge von The Mercury Assistant. Wir hatten ja eine kleine Zwangspause drin wegen meinem defekten Netzteil und jetzt geht's hier weiter. Guck mal, was Santa zu bieten hat. Hier ein paar Püstetchen. Sonst alles in Ordnung. Wie viel geht denn hier rein mit dem Troker später? Naja, schauen wir mal hier nach. Wunder, dass ich den überhaupt hochkrieg. Ärmchen. Ja. Wunderbar. Kratzspuren am Fuß. Hier. Ja, geht alles. Boah, der kleine Zeh ist bestimmt schon 20 cm lang. Überspitzt gesagt. So. Here we go. Ja, das war's schon für Santa. Tagen das eben ein. So, zweiter Eintrag. Santa Claus. 42. So jung. Leichte Abschürfung an der linken Schulter. Und eine leichte Abschürfung am linken Bein. Ach, er feiert mit. Ist aber ein bisschen spät dran. So wie wir auch. Mal eben nach, ob wir noch ein Symbolchen kriegen. Es passiert aber was. Ich musste mir auch die letzte Folge nochmal angucken. Auf meinem YouTube-Kanal. Um zu gucken, was sie lief, aber es war ja recht ruhig. Ja, okay. Dann können wir den Bericht vorne ablegen. So. Einmal hier hin. Und dann geht's weiter. Nadeinjektor, Naden. Nadeinjektor. Naden waren hier. So, Santa. Schöne blaue Augen hat er. Und noch einmal. Und zu damit. There we go. Dann kommen, glaube ich, die Eye Caps, genau. Da bin ich immer gespannt. Jetzt ist es der dritte. In der letzten Folge war es seine Klappe. Es reicht. So. Alright. Dann geht's weiter. Die Flüssigkeit. Ich glaube, der spinnt. Das nennt man auch Ruhestörung. So, wo waren wir stehen geblieben? Flüssigkeit, ne? Da hatten wir hier eine. Vorm Aldehyd. Hier oben. Feuchthaltemittel. Dann hier. Dann fehlt noch Methanol. Das hätten wir dort. So, Einschnitte. Skalpell. Skalpellchen. Schläuche und Arterienklemme. Genau. Schläuche und Arterienklemme. Nein. So. Arterienklemme, Schläuche. Dann einmal spülen lassen. No. No. Was denn los? Ist doch noch alles in Ordnung. Also noch.
Guck noch mal eben. Noch kriegen wir nichts. Hier auch nicht. Alles noch sauber. Wunderbar. Schläuche wieder entfernen. Schnitt verschließen. Ne, Santa? Dann Infusionsbeutelchen. Troker brauchen wir jetzt auch. Oh wei. Oh wei, oh wei. Haben wir noch drei Beutel? Oh nein. Warte mal eben. Ich glaube, dass wir auch ein anderes Ende sehen, wenn wir das nicht in einem durchspielen, wie zuletzt. Deswegen nehme ich die Sachen nochmal mit. Das hatten wir aber schon mal. Und dort hinten haben wir die letzten beiden Ziffern vom Tastenfeld, also von diesem Code. Okay. Also 44 am Ende. Das haben wir schon mal. What are you doing here? Das ist gut. Das ist nämlich das, was wir wirklich brauchen. Den richtigen Code hierfür. Und dann geht es nämlich auch weiter und auch weiter mit einem weiteren Ende. Genau, hier waren wir stehen geblieben. So, da geht noch ein bisschen was. So. There we go. Wunderbar. Dann Toilette. Reiniger. Da wir die Vision hatten. Ein Set mit einem Kringel. Für Santa. So, Reiniger. Dann wäre das schon unser drittes Symbol. Okay, alles in Ordnung hier. Einmal spülen lassen. Und dann kommen noch die Feuchtigkeitspads, ne? Für Santa. Oh, habe ich mich kurz erschreckt. So, nochmal sauber machen. Alright. Und dann geht's wieder ab in die Kühlung. Wir holen jetzt schon mal die nächste Leiche. Und in der nächsten Folge geht es dann damit weiter. Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, dass wir wieder ein neues Ende sehen. Die Vision war schon mal ganz gut. Das ist Santa. Also, das lässt sich, glaube ich, leicht erkennen. Willst du nicht mitkommen? Okay.
So. Die nächste Leiche. Hallöchen. Das steht immer noch da. Kann ich mal vorbei? Das ist aber auch mal gut. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge von The Mercury Assistant wieder. Bleibt mir gewogen. Macht's gut. Tschüss.